Hallo da draußen und willkommen zum Ende von Ghost Recon Future Soldier. Tja, warum seht ihr kein Spiel? Das liegt einfach daran, dass wir nicht weiter aufnehmen können. Leider. Wir haben es einmal versucht und dabei gab es einen Aufnahmefehler. Die Aufnahme hat geruckelt ohne Ende. Deswegen gab es auch dann die Pause aktuell von den Videos. Und dann haben wir es nochmal versucht und mit einem anderen Programm auch noch andere Einstellungen, alles getestet, alles lief. Dann haben wir es nochmal gespielt, das Ende und wieder alles am Ruckeln. Tja, das scheint ein gängiges Problem mit diesem Spiel zu sein, wenn man das aufnehmen möchte. Wir kriegen es aktuell so nicht gelöst. Das ist schade, denn wir können jetzt die letzten zwei Level, die gefehlt haben, wir haben ungefähr 4 Folgen dafür gebraucht, können wir nicht mehr beenden, jedenfalls nicht im Let's Play, denn ich möchte eigentlich kein Video hochladen, wo man seine 10 FPS hat, maximal oder so. Das ist echt nicht schön anzusehen, macht auch echt keinen Spaß. Bei der zweiten Aufnahme haben wir allerdings die Videosequenzen retten können. Die sind ruckelfrei und deswegen zeige ich euch jetzt nochmal hier am Ende das Ende von dem Spiel. Die letzte Videosequenz oder ein kleiner Zusammenschnitt der letzten Videosequenzen, um so ein bisschen die Story nochmal abzuschließen, um euch zu zeigen, was passiert ist, aber wir können euch leider kein Gameplay mehr zeigen. Wir machen natürlich weiter nach Ghost Recon. Wir gucken mal gerade, was das nächste Let's Play sein wird. Das startet dann wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr, also Januar 2017, denn jetzt ist kurz vor Weihnachten. Wir haben jetzt gerade Mitte Dezember. Über Weihnachten kriegen wir da, glaube ich, nichts Neues mehr an Start. Die anderen Sachen gehen natürlich wie gewohnt weiter. Ihr könnt euch gerne derzeit ältere Sachen anschauen auf dem Kanal. Ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt für andere Spiele, für Koop-Spiele in unserem Team, dann haut sie einfach unten in die Kommentare rein. Ansonsten wisst ihr ja, wie das Spiel geht. Bis dann. Nicht den Kopf verlieren. Ciao. Wie Sie sehen, hat die Menge ihren Zug zum Präsidentenpalast fortgesetzt. Es ist ein Wunder, dass sich Ihnen dabei niemand in den Weg gestellt hat. Wir vernehmen sporadisches Gewehrfeuer und Explosionen oder vielleicht entfernte Artilleriegefechte. Aber bisher konnte der lange Zug ohne den geringsten Zwischenfall mitten durch Moskaus Innenstadt marschieren. Zu diesem Zeitpunkt glaube ich, dass die Putschisten ihre militärische Unterstützung verloren haben. Die Schüsse, die wir hören, könnten durchaus von internen Kämpfen ihrer Anhänger stammen. Wir haben Berichte über mehrere getötete Soldaten erhalten, vorne an der Spitze des Zuges. Sie sind noch nicht bestätigt, aber es könnte ein Zeichen sein, dass die Putschisten beginnen, sich gegenseitig an die Kehle zu gehen. Wir sind nicht mehr weit vom Palast entfernt. Von hier sehe ich schon das Dach. In wenigen Minuten sollten wir eine gute Vorstellung davon bekommen, wie sich die Situation hier weiterentwickelt. Wenn überhaupt. Это движение возглавляют воры и кровопийцы. Я не намерен подчиниться им. Я буду бороться вместе с вами. Die Magnetsicht sollte uns verraten, was da drinnen los ist. Sie wissen, dass wir kommen. Wir öffnen die Tür, aber wir gehen nicht rein. Sieht recht stabil aus. Die Wände sind dünn genug. Wir schlagen ein paar Löcher. Aufstellen. Overlord, HVT eliminiert. Roger, Hunter. Zeit zu verschwinden. Wir sind schon weg. Wir haben ja am heutigen Tag den vollständigen Zusammenbruch einer illegitimen Regierung erlebt. Ja, wir können jetzt bestätigen, dass es Anzeichen von Kämpfen gegeben hat, als Einheiten der Putschisten aufeinander losgegangen sind. Aber das war noch, bevor wir im Palast angekommen sind. Das Volk hat Sergei Makhmonov, den selbsternannten Präsidenten, bereits gefangen genommen. Sein Vertrauter, General Bukhadov, wurde tot in seinem Hauptquartier aufgefunden, offensichtlich von den eigenen Sicherheitskräften ermordet. Wir werden weiter berichten, aber so wie es derzeit aussieht, stehen um... Hey! Oh Mann, das muss echt bitter sein! Ihr kommt von so weit her und dann erledigen die Russen euren Job, hä? Business as usual. Gehen wir.
Was ist los, Captain? Wir haben Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Die haben unsere Männer auf dem Gewissen, Gentlemen. 5.30 Uhr. Machen wir Schluss. Die Russen erledigen das Blödsinn. Business as usual, Mann. Für die Welt ist diese Krise vorbei. Aber wir alle wissen, dass wir noch nicht fertig sind. Wir haben eine Spur zu den übrig gebliebenen Anführern von Raven's Rock. Sie sind in einem Lager auf dem Land, aber nicht für lange Zeit. Scheinbar ein letztes Treffen, bevor sie auseinandergehen. Machen Sie keine Fehler. Verlieren wir sie jetzt, sind sie für immer weg. Und ich wette, die haben einen Plan B. Sie haben das Ganze angefangen und unsere Männer mit einer Bombe getötet. Dafür beenden wir es jetzt nach unseren Bedingungen. Diese Sache hier ist absolut inoffiziell. Infiltrieren Sie das Lager, schalten Sie die Ziele aus und keine Spur. Hunter, Overlord. Geknackt. Overlord, wiederholen. Verbindung bricht ab. Wir haben jetzt Kontakt zum Ace-Ziel. Wir empfangen verschlüsselten Funkverkehr von oben. Position halten. Was denn, Hunde? Kosek, warte. Hat euch Herrchen wieder an der Leine? Halt das genau, mal, bevor Kosek. Ich reintrete. Da geht was vor. Ruhig. Bitte wiederholen. Ich verstehe Ruhig. Nicht. Wiederholen. Alter, warten Sie auf... Wir säubern das Signal. Kosek, warte noch. Du solltest auf dein Herrchen hören. Jetzt lieber beten. Ich brauche kein Gott zur Rettung. Das macht deine Regierung. Zurück, Kosek. Wovon spricht er? Zurück. Das wirst du bald sehen. Knallen wir den Kerl jetzt ab, oder was? Wir haben doch den Befehl. Warte. Hunter, Ace-Ziel nicht angreifen. Wiederhole, Ace nicht angreifen. Overlord, bitte bestätigen. Wir haben das Ziel jetzt im Visier. Bestätige, nicht angreifen. Ist nicht von mir, Hunter. Kommt von ganz oben. Sie wollen ihn lebend. Wir dürfen ihn nicht anrühren. Klar? Verstanden, Overlord. Hunter greift nicht an. Was? Weg damit. Wir sind nicht so weit gekommen, um dieses Stück Scheiße laufen zu lassen. Das gefällt mir an euch. Euer Gehorsam. Ihr gehorcht immer. Selbst wenn ihr im Feuer umkommt. Wie in Nicaragua. Kosek! Guter Hund. Hört sich nach Ihrem Taxi an. Du hast deine Befehle. Du musst mir helfen. Wir dürfen sie doch nicht berühren. Nein! Komm zurück! Das kannst du doch nicht machen! Nein! Nein!